kai hocha jedio amedenani, kai hocha ko chod hijmilan o ko heizin ein rako. Wieso ist das so ernst? Wieso bestimmt uns das so, wenn wir das so sehen? Al kit shmayo o kit gihano. Weil es einen Himmel gibt und eine Hölle gibt. Kai itio buth verklosum huyo hocha. Warum muss die Bekehrung so etwas sein, das den Menschen verändert? Wieso ist der Weg der Errettung so schwierig? Weil es ein Gericht gibt. Und es gibt eine Hölle. Kai lazem shiho othe. Wieso musste Jesus kommen und sterben und auferstehen? Weil es eine Hölle gibt. Und es gibt auch einen Teufel. Kit Harb. Es gibt einen Krieg. Harb alujanedoch. Ein Krieg um deine Seele. Let your best karar. Es ist nicht nur eine Entscheidung. Harb. Es ist ein Krieg. Klasim qayz netle. Du musst diesen Krieg gewinnen. Klasim qalb tushido. Du musst den Teufel besiegen. Klasim qalb tihtizo. Du musst die Sünde besiegen. Klasim shibhat buhakim. Du musst durch das Gericht hindurchgehen. مشكل شبعت أحكم. Wie kannst du durch das Gericht hindurchkommen? مشكل وينسان عفرة شبع بحكم دو على هاد كتيم قتش. Wie kann der Mensch, der aus Erde ist, durch das Gericht Gottes, der heilig ist, durchkommen? Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich bin Matthai. Ich heiße Matthai. Mesvet. Ich komme aus Schweden. Viele Grüße von vielen Leuten an euch, also Berge von Grüßen. Mein Aramäisch ist nicht vollkommen, es geht gerade so noch. Es ist gemischt mit Türkisch, Arabisch und Kurdisch. Und wahrscheinlich noch irgendwelche anderen. Entschuldigung, lame dona hreneste. Ama kit bishra. Aber es gibt eine Botschaft. Und es gibt eine Botschaft, die gar nicht so viele Worte braucht. Weil die Botschaft über eine bestimmte Person ist. Sein Leben spricht zu uns. Jesus. Hast du Jesus gesehen? Wo ist Jesus in deinem Leben? Suchst du gerade Jesus? Wir lesen über einen, der Jesus gesucht hat. Karach. Er hat gesucht. Er hat auf einer negativen Art und Weise Jesus gesucht. Paulus. Saulus aber, der noch Drohungen und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn man irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar seine Stimme, zwar die Stimme, sahen aber niemanden.
Da stand Saul von der Erde auf, doch obgleich er seine Augen geöffnet waren, sah er niemanden. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß und trank nicht. Das Licht Jesus strahlt so hell, dass du später deine Augen nicht öffnen kannst. Weil das, was du gesehen hast, ist etwas Unbegreifliches. Du kannst es nicht vergessen. Und du willst es wiedersehen. Wer Jesus gesehen hat, der kann ihn nicht mehr vergessen. Und er will ihn wiedersehen. Wer gesucht hat und gefunden hat, wird wieder suchen. Und wer nicht gefunden hat, muss suchen. Er muss suchen. Kai. Wieso? Frag dich mal selber. Wenn Gott jetzt kommt, so wie er ist, wenn er der Gott des Himmels und der Erde, wenn er so kommt, der alles in seiner Hand trägt, wir leben in ihm, alles ist in ihm, und wenn er kommt, was ist passiert, als er auf den Berg Sinai hinabstieg? Könnt ihr euch erinnern, als ihr das gelesen habt? Das Volk hat Angst bekommen. Es war Schrecken und es war etwas, was nicht von dieser Welt war. Wenn Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Fülle auf die Erde kommt, wer kann in der Gegenwart Gottes stehen bleiben, wenn Gott kommt? Es kommt ein Tag, an dem er kommen wird. Und dieser Tag ist der Tag des Gerichts. Alle, die je gelebt haben, Millionen von Menschen, alle müssen vor ihm stehen, vor dem Heiligen. Ich und du. Das ist das Problem der gesamten Menschheit. Man kann nicht so leben und einfach so denken, es ist nahe vorbei. Das Leben eines jeden Menschen hat eine Bedeutung. Es muss eine Bedeutung geben. Und die Bedeutung, und er wird die Bedeutung verstehen an diesem Tag. Er wird verstehen, was er machen sollte. An diesem Tag wird jeder wissen, was er tun sollte. Wir müssen in dem Bewusstsein von diesem Tag, der kommen wird, leben. Das ist der wichtigste Tag des Lebens. Es gibt ein Wort, wir sind gerettet, aber noch nicht ganz. Wir müssen, ich und du, wir müssen auch hindurch. Durch diesen Tag.
Deshalb auch wir, die wir glauben an Jesus, wir haben keine Hoffnung in uns selber, also wir vertrauen nicht auf uns selbst. Unsere Werke, die wir tun, sie genügen nicht. Wir haben auch ein wenig Angst, aber wir müssen Jesus anziehen. Wir müssen ihn anziehen. Wenn wir das hier so lesen, das, was mich anspricht, ist Gnade. Der größte Feind Gottes in dieser Zeit damals war Paulus selber. Er hat Jesus gesucht. Er verstand die Kraft Jesu Christus. Aber er wollte es nicht annehmen für sich. Er wollte Jesus nicht annehmen. Gnade. Jesus ist für Saulus gestorben. Und auf dem Weg, auf dem Saul war, dass er eigentlich die Christen verfolgte, hat Jesus sich ihm gezeigt. Du fragst dich vielleicht, wie finde ich Jesus, wenn ich ihn suche? Wie soll das gehen? Wie? So wie wir im Film gesehen haben? Immer. Wann? Hul immer korachen. Bis wann soll ich suchen? Mit wem soll ich reden? Was muss ich tun? Wie oft muss ich beten? Manchmal denken wir, dass Jesus sich vor uns versteckt. Ich gehe dahin, suche dort und ich finde ihn dort nicht. Vielleicht ist er dahin. Vielleicht schaue ich auf der anderen Seite. Und wir denken fast, dass Jesus mit uns Verstecken spielt. Gnade. Die Suche nach Jesus in sich ist Gnade. Wie kann der Feind Gottes Jesus finden? Durch Gnade. Wie kann Jesus Paulus akzeptieren überhaupt? Was hatte Paulus für gute Taten? Was hat er Gutes schon vollbracht? Auf seinem Konto war ein riesen Minus. Wie hat er Jesus gefunden? Gnade. Er war es nicht würdig. Ich und du, wir sind nicht würdig. Wie können wir dann Jesus sehen, finden? Gnade. Was ist Gnade? Dass wir Jesus finden. Bruder Hussam hat sehr schön gepredigt von der Suche nach Jesus. Er hat uns verstehen lassen, was die Bibel dazu sagt. Und das, was er gesagt hat, können wir wieder ineinander führen in dem Wort Gnade. Kit Gihano Kit Schmal. Es gibt eine Hölle und es gibt einen Himmel. Adlal Yokit No Sheminan Mois. Es kann sein, dass heute jemand von uns sterben wird. Garantie late. Es gibt keine Garantie.
كيت هو زلزلة. Vielleicht wird es ein Erdbeben geben. كيت طيارة نفلو على القرار. Vielleicht stürzt ein Flugzeug auf das Gebäude ab. كيت قزر. Vielleicht passiert ein Unfall. Garantie leid. Es gibt keine Garantie. كل أصبح عدم عادل الشغل. Man muss jetzt die Sache tun. عدو كورو خلم شيهو. Man muss jetzt Jesus suchen. ما Garantie كيت إنقاي حوزت بنقلم شيهو. Und gibt es überhaupt eine Garantie dafür, dass du auch gleich Jesus findest? Weiß ich nicht. Aber Uhat Tam Karach am Shiho. Aber der Jesus wirklich gesucht hat, hat gefunden. How Garantie. Und das ist eine Garantie. Mishkil Ule Boduin San Ktowe inacham Lebe Kule Kokoruch. Wie wird das Herz des Menschen, wenn es von, wirklich vom ganzen Herzen sucht? Wenn er verstanden hat, dass es keine andere Rettung gibt, außer durch Jesus. Wenn er verstanden hat, dass er in sich selber sich nicht trauen kann, in sich selber Hoffnung hat. Wenn er verstanden hat, dass es nur Rettung durch Jesus gibt. Dann beginnt er vom ganzen Herzen auf Jesus zu suchen. Es ist nichts Schwieriges, dass man verstehen muss, dass man Jesus brauchen kann. Es ist nicht so schwer. Aber der Mensch will es nicht verstehen. Der Mensch will die Kontrolle nicht jemand anders überlassen. Der Mensch will nicht sein ganzes Herz Jesus geben. Er hat Angst. Was passiert? Und deshalb kann er auch nicht vom ganzen Herzen Jesus suchen. Deshalb müssen wir manchmal großes Leid ertragen. Deshalb Leute, die weder zu essen noch zu trinken haben, oder Leute, denen tiefes Leid widerfahren ist, die nicht auf sich selber vertrauen können, diese Leute können einfacher vom ganzen Herzen nach Jesus suchen. Ja, das ist so. Der Materialismus macht die Sache schwieriger. Ja. Idata, Amedone, Abote, Arabat, Jascha, Europa, Dumodan, komm, machra, Uschugl, Ruhani. Die virtuelle Welt, die Autos, das Ganze, in dem wir leben, diese Zeit macht das Ganze schwieriger. Kai, Aglab, komm, machra, Nosche, Baddaulat, Fakire, und die Kinder, Kogirschi, Adab, Tamo, Korate, Kotebe, Nosche. Wieso sehen wir meist Menschen in armen Ländern, die wenig haben, dass viele Menschen sich bekehren? Sie haben nicht die gleichen Probleme wie wir. Die haben diesen Materialismus nicht. Die haben auch nicht den Relativismus. Wir haben einen großen Krieg. Das Suchen ist nicht einfach. Leben, alle Beharrung. Unser Herz ist sehr verdorben. Und es verdirbt sehr schnell auch. Aber es gibt Gnade, auch für dich. Für jeden Einzelnen von uns. Er hat den Feind gesucht. Wieso soll er nicht dich finden, wenn der du ihn suchst? Wenn er ihm hilft, wieso soll er dir nicht helfen?
hat öder kum jarbet, hat öder kum betrosutle, hat kum rahmetle. Du versuchst jetzt, du willst ihn jetzt sehen, du liebst ihn. Ono kim tamano kul haminan bedrum tona qaysina ruham faulus. Ich glaube, wir sind alle in einem besseren Zustand, wenn wir uns mit Paulus vergleichen. Wer von euch verfolgt die Gemeinde Jesu Christi? Wer von euch will zerstören? Wer will Jesus verfolgen? Keiner. Kai. Wieso soll Jesus nicht können, sich dir zu zeigen? Wenn du ihn sogar liebst. Weil unser Herz verdorben ist. Leben alle al ruhan. Unser Herz über uns ist verdorben. Ich habe mit einem von euch viel über Gebet geredet. Und ich erzähle einige Dinge über das Gebet. Wir haben auch im Video das gesehen, wie unser Bruder sich zum Schluss auf den Boden geworfen hat und er hat zu Gott geschrien. Es passiert etwas mit dem Menschen, wenn er anfängt zu beten. Der Mensch erniedrigt sich und erhebt seine Hände zu dem Schöpfer, der über ihm ist. Er akzeptiert die Gottheit und das, was über dieser Welt steht. Das Gebet tut etwas mit dem Menschen. Der Mensch kniet sich auch manchmal hin. Wir wissen früher, dass sich die Menschen vor den Königen verbeugt haben. Den großen Leuten verbeugt haben. Sie haben sich vor den Leuten verbeugt, die ihnen Gnade widerfahren lassen könnten. Wie musst du suchen? Und wie findet meistens der Mensch Jesus? Durch das Gebet. Ein Gebet, das voll ist vom Wort Gottes. Ein Gebet, das weiß, dass Jesus die Errettung ist. Und ein Gebet, das die letzte Station ist. Wo alle anderen Werke aufgehört haben, alle anderen Anstrengungen. Mein Leib hat nichts mehr. Ist leer. Und das Letzte, das was geblieben ist, das ist das Gebet. Der Kanal zu Jesus. Er hat das auserwählt. Damit er sich dadurch den Menschen offenbart. Deshalb gibt es viele Dinge über das Gebet in der Bibel. Er hat das ausgewählt. Du musst beten. Wir müssen Beter sein. Wir müssen auf die Knie gehen. Wir müssen unsere Hände erheben. Wir müssen zu Gott schreien. Wir müssen im Gebet sein. Wir müssen, wie Paulus sagt, immer beten. Wir brauchen immer Gnade. Wir brauchen immer den König.